heiße Martin König und beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Stativen. Mein Name ist Gabriela König, bin kaufmännische Geschäftsführerin. Alle Bereiche, die zum kaufmännischen Sektor gehören, die unterliegen mir. Mein Name ist Heiko Wolz. Ich bin hier technischer Geschäftsführer, mittlerweile seit 22 Jahren hier im Unternehmen. Ich wollte nicht immer Chefin werden, bin dann im Bereich Marketing eingestiegen, weil ich auch durch mein Betriebswirtschaftsstudium Kenntnisse halt im Marketingbereich erworben hatte und habe mich da wirklich sukzessive dann reingearbeitet. Ich habe hier 1987 angefangen als Werkzeugmacherlehrling, habe hier in dem Unternehmen alle Stellen durchlaufen der kompletten Fertigung bis hin über die Arbeitsvorbereitung, der Produktionsleitung, der Betriebsleitung und seit fast 4 Jahren jetzt in der technischen Geschäftsführung. Das Besondere ist die Liebe zum Detail. Ja, Qualität ist eigentlich das Credo der Firma. Ist wirklich die Basis der ganzen Philosophie. Also Herr König hat schon wirklich von Anfang an eigentlich sehr großen Wert auf den Umweltschutz gelegt. Anfang der 70er Jahre ist Pulverlackieren modern geworden. Wir haben sofort Pulverlackieren eingesetzt. Aus Umweltgründen. Es wurde ein richtiges Umweltmanagementsystem dann eingeführt, das wir dann uns haben auch zertifizieren lassen. Aber die europäische Zertifizierung EMAS 2 und dann die internationale Zertifizierung ISO 14001. Also dieses 210-2 ist eng mit König und Meyer verbunden. Das ist eigentlich zu unserem Markenzeichen geworden. Also Produkte von König Meyer werden zu 95% hier am Standort Wertheim produziert. Ich habe darauf geachtet, dass wir immer junge Leute ausbilden. Dass wir das technische Know-how haben und dazu auch die Maschinen. Der schönste Augenblick für mich in den letzten Jahren war der, wie unsere Laseranlage in Betrieb gegangen ist. Wir haben hier sehr lange wirklich dafür gekämpft. Wir haben 4 Jahre lang überlegt, kaufen wir sie oder kaufen wir nicht. Also ganz wichtiges Thema für König und Meyer, die Entwicklung von Neuheiten. Wir reden sehr viel mit den Leuten auf der Messe. Wir probieren direkt an die Musiker ranzugehen. Und sobald die Idee da ist, geht es bei uns in die Konstruktions- und Entwicklungsabteilung. Und auch unsere Konstruktionsabteilung ist sehr stark draußen am Markt unterwegs, um einfach über neue Ideen zu sprechen. Und wenn wir eine neue Idee irgendwo aufgreifen, bauen wir mal dementsprechend Musterteile und geben sie auch gerne mal Leuten mit zum Probieren, um dann einfach nach einem Vierteljahr mal eine Erfahrung zu bekommen, ist es was Gutes und können wir es wirklich auch serienreif an den Markt bekommen. Es macht einfach Spaß, bei König und Meyer zu arbeiten. Man einfach merkt, es bewegt sich was, es geht nach vorne und kein Tag ist wie der andere. Wir reisen zum Beispiel mit dem Herrn König Senior jedes Jahr noch, seit mittlerweile über 30 Jahren, alle technischen Angestellten einmal im Jahr in die Berge. Und da muss ich sagen, hat sich von vielen Bergkreuzen bzw. auch an vielen Abenden schon sehr, wirklich sehr viele schöne Momente ergeben, die dann auch mal wirklich in den privaten Bereich übergegangen sind.